Seien Sie gegrüßt, liebe Zuschauer. Zum Wochenbeginn begrüßen wir Sie auf das Herzlichste von der schönsten Insel der Welt. Die heißt Mallorca. Was wollen wir Ihnen heute vermitteln? Da möchte ich zuerst mit Ihnen gemeinsam in den Helikopter steigen. Das Wort Corona können Sie zwar alle nicht mehr hören, ich nenne das mittlerweile Tante Corona, denn das ist eine Tante, die nachhaltig nervt, die unberechenbar ist und leider unangemeldet zu Besuch kommt. Und das, was die deutsche Politik heute zur Eindämmung der Pandemie abliefert, hat schon eine weltweite Lachnummer hervorgerufen. Das ist die eine Sicht. Aber wir haben auch etwas erreicht. Tante Corona hat nach unserer Meinung nach Hebammendienste geleistet. Denn es ist eine andere Wertvorstellung entstanden. Und diese Wertvorstellung, die merken wir bei sehr vielen Menschen hier. Es ist eine andere Art von Energie. Heute haben wir so Begriffe wie emotionale Rendite, ein Haus, was für die Generationen gebaut wird. My home is my castle. Lebensqualität mit und für die Familie. Das sind alles Dinge, die sich verändert haben. Es wird nicht nur rein monetär oder merkantil gedacht bei Investitionen in Ferienimmobilien auf der Insel. Diese emotionale Renditen, die da als neue Wertvorstellungen entstanden sind, die bedürfen auch einer ganz anderen Beratung. Heute, wenn heute ein Haus gekauft wird, oder sagen wir lieber, was bisher geschehen ist. Bisher sind Sie hingegangen und haben einen Anwalt beauftragt. Der Anwalt hat bei dem Hauskauf, die Due Diligence gemacht, er hat die bau- und zivilrechtliche Struktur überprüft. Heute sind die Ansprüche ganz anders. Die Ansprüche sind die, dass der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie betrachtet wird. Der Erwerb mit der entsprechenden Struktur, die Nutzung der Immobilie, der Verkauf und Erben oder Schenken. Das sind alles Dinge, die heute gemeinsam beim Erwerb betrachtet werden müssen. Also die Komplexität und der Anspruch an die Beratung hat sich total verändert. So, und um ein solch komplexes Thema darzustellen, verständlich darzustellen und zu erläutern, brauchen wir natürlich exquisite Mitstreiter. So, und wir haben hier Corona geschützt, haben wir Schutzmaßnahmen aufgebaut. Sie müssten uns aber trotzdem relativ gut sehen. Wir haben hier zuerst einmal einen Professor, Professor Dr. Jens Schönfeld, Partner bei Flickgocke Schaumburg. Ich sage das einfach mal so, er ist wohl einer der besten Navy Seals des deutschen Steuerrechts und auch des internationalen Steuerrechts. Und ich bin sehr gespannt, was er uns heute noch alles erzählt. Er sagt es nicht nur aus der Beraterbrille heute, sondern er hat es auch selber erlebt, weil er vor kurzem gemeinsam mit unserer Hilfe eine Immobilie hier auf Mallorca gekauft hat und in der Phase ist, auch seine Familie in den Kauf mit zu integrieren. Dann haben wir Marc Amaros aus Barcelona, ist heute eingeflogen. Dort hat es auch geregnet, wie ich gehört habe. Ja, war leider so. Marc Amaros ist ein leitender Mitarbeiter im German Desk bei der sehr renommierten Kanzlei Catra Casas. Lieben Dank, Marc, lieben Dank, Jens, dass ihr heute hier seid. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, wie gehen wir voran? Wir haben uns folgende Dramaturgie überlegt. Zuerst erzählen wir Ihnen, was man nicht machen soll. Und danach erzählen wir Ihnen, was die derzeit optimale Struktur ist. Wie geht es vor? Was soll man nicht machen? Ich möchte noch kurz, wenn es geht, darauf hinweisen, dass Sie Fragen stellen können.
Ich werde die einsammeln und gegen Ende des Vortrags werden wir dann einige der Fragen beantworten. Hier ist es. Patrick, du hast natürlich recht. Ich entschuldige bitte, ich habe das total vergessen. Ich bitte um Verzeihung. Selbstverständlich wird unser Pressesprecher wie bisher auch immer die Fragen sammeln und am Ende der Präsentation Ihre Fragen selektieren und an uns weiterstellen. Und ich hoffe, dass wir die beantworten können. Ja, lieber Jens. Immobilienkauf über eine GmbH oder über eine SL. Aus spanischer Sicht relativ wenig Probleme mit so etwas. So, was sagen die Deutschen dazu? Genau, aus deutscher Sicht ist das natürlich der Dauerbrenner, aber bevor wir da einsteigen, lieber Willi, erstmal vielen Dank für die Einladung und in der Tat, wir werden uns gleich mal vornehmen, aber es ist so, wie Willi gesagt hat, die Ferienimmobilie, das ist im Grunde auch durch Corona nochmal mehr in den Blickfeld gerückt, ja, weil das, was wir jedenfalls sehen, ist, dass auch viele, gerade Deutsche, hier eine Heimat sich suchen und von dort aus remote auch ihre Unternehmen steuern, von dort arbeiten. Und also von daher ist das in der Sache nochmal praktisch deutlich relevanter geworden. Und von daher ist auch der Erwerb der Immobilien natürlich schon eine entscheidende Frage. Und der Erwerb über die GmbH oder eine spanische SL, ja, das ist im Grunde, muss man sagen, und darüber haben wir schon häufig gesprochen, nicht so optimal, um mich mal vorsichtig auszudrücken. Und das Beispiel soll das mal verdeutlichen. Man kauft sich eine Immobilie für 5 Millionen. Das mag jetzt viel klingen, aber das sind so die Preise, die hier ganz üblich sind und es geht natürlich immer mehr. Aber deswegen haben wir das mal als Beispiel genommen. Und dann sagt im Grunde die deutsche Verwaltung und auch die Rechtsprechung, ja, wenn man das in einer Kapitalgesellschaft hat, sei es eine GmbH oder eine SL, so eine GmbH, die hat halt im Grunde keine Privatsphäre. Und die ist immer im Grunde auf die Erzielung von Gewinnen angelegt und deswegen muss die auch mit so einer Immobilie Gewinn erzielen. Das hat man in der Vergangenheit dadurch versucht zu umgehen, dass man gesagt hat, was ist dann ein fremdüblicher Mietzins? Ja, vielleicht am unteren Ende der Bandbreite. Und diesen Mietzins hat man dann an diese Gesellschaft entrichtet. Das ist hier so mal eine Marktmiete von 6.000 Euro im Monat, die man mal angenommen hat. Das sind 72.000. Das Problem ist, dass das leider nicht dem entspricht, was die Rechtsprechung gerne sieht. Die Rechtsprechung nimmt einmal gerne Kapitalverzinsung an. Wir haben immer 4,5% angenommen, aber das ist auch mit 6% eigentlich gern gewünscht. Wir können gleich was dazu sagen. In Betriebsprüfung kann man natürlich diese Verzinsung auch noch diskutieren zurzeit, wenn man sagen muss, also 4,5, 6%, das ist in so einer Niedrigzinsphase natürlich schon sehr hoch gegriffen und da ist unsere praktische Erfahrung, dass man an der Stelle sicher auch noch Verhandlungspotenzial hat. Wenn man dann noch die AFA dazu nimmt, hier in dem Beispiel dann auch nochmal 40.000 und einen Gewinnaufschlag dazu nimmt, dann kommt man auf eine Kostenmiete von knapp 250.000 in dem Beispiel. Und dann sieht man schon, dass da eine Differenz einfach ist am Ende aller Tage von knapp 200.000 zu der Marktmiete. Und das ist das, was einem als verdeckte Gewinnausschüttung entgegenkommt, ja. Und die Frage ist, wie wird das besteuert? Dann glaubt man, dass das in Deutschland vielleicht im Teileinkünfteverfahren oder vielleicht mit der Abgeltungssteuer besteuert wird, das heißt 25% plus. Das ist nicht der Fall. Das unterliegt dem vollen Steuersatz. Ja, es sei denn, man schafft es, und da kannst du gleich mal was zu sagen, Willi, das ist uns in der Vergangenheit ja auch schon gelungen, auch eine entsprechende Korrektur der verdeckten Gewinnausschüttung auf der Ebene der spanischen Gesellschaft vorzunehmen. Ja, aber wenn man das nicht macht, hat man halt die volle Steuerbelastung. Das sind dann hier in dem Beispiel 80.000 Euro im Jahr. Über 10 Jahre ist das eine knappe Million. Willi hat das Beispiel vielleicht auch deshalb gewählt, weil es bleibt eben knapp unter der Million. Und Sie wissen das, wenn es über die Million geht und hier wir in den Bereich möglicherweise der Steuerhinterziehung kämen, ja, dann wissen Sie, hat die Rechtsprechung gesagt, ab einer Million darf auch typischerweise nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Und das will eigentlich niemand erleben, im Grunde wegen seiner Ferienimmobilie hier gegebenenfalls eine Freiheitsstrafe zu haben. Ja. Und also das ist das Risiko und deswegen macht man es besser nicht. Ja, und von vielen spanischen Kollegen wird die GmbH noch angeboten.
so oder ja, empfohlen teilweise auch noch, weil man durch die GmbH-Lösung vermeintlich die Vermögensteuer sparen kann. So, wir müssen aber hier Folgendes sehen. Wir dürfen nicht nur die Vermögensteuer sehen. Der Kollateralschaden, der auf der Seite der GmbH-Besteuerung in Form der verdeckten Gewinnausschüttung anfällt, der ist immens. Liebe Leute, also wo kriegt man eine Immobilie heute mit 6% Rendite? So, also was der BFH uns da anbietet, das ist extrem. So, also deswegen unsere ganz klare Message, Finger von GmbH SL. Aber leider haben wir das Problem auch noch, Jens. Das ist nicht von der Hand zu weisen, auch wiederum ein deutsches Problem. Viele sind in den Strukturen SL GmbH gefangen, so haben diese Immobilien vor 10, 20 Jahren gekauft. So, und leider ist es so, dass die deutsche Rechtsprechung auch im Bereich des Strafrechts schon signifikante Hemmnisse aufgebaut hat. Und ich bitte eindeutig an alle nochmals oder appelliere an alle, bitte überprüft, ob ihr bei euch selber eine SL habt oder ob ihr im Freundeskreis eine habt, da tickt eine Zeitbombe. Genau, Jens, man muss ja sagen, Willi, die Themen sind ja bekannt. Also das ist, wir haben es ja gesagt, im Grunde Dauerbrenner. Und ja, mir war gar nicht klar, dass es die Strukturen immer noch gibt, weil wir ja viele Jahre schon darüber sprechen. Und deswegen, ich glaube, das wird auch schwierig mittlerweile dann zu sagen, wir sind dann eben noch in einer einfachen Korrektur nach 153 der Abgabenordnung. Also ich glaube, die Verwaltung hat jedenfalls jetzt die Chance, auch in Betriebsprüfungen zu sagen, also das hättet ihr schon lange wissen können, und wird dann möglicherweise auch dieses Schwert des Strafrechts zumindest rausholen, um dann in der Prüfung und in dem steuerlichen Ergebnis dann zu den richtigen, für die Verwaltung höheren Ergebnissen zu gelangen. Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, was man nicht macht. Jetzt weiter in der Dramaturgie. Was soll man machen? So, und hier ist die erste Option. Man erwirbt eine Ferienimmobilie im Direkteigentum. Und jetzt darf ich an den Kollegen Marc weitergeben. Marc, jetzt bist du am Ball. Ja. Anders als in vielen, in den meisten europäischen Staaten gibt es in Spanien eine Vermögensteuer, die mit der Zeit, die jetzt auch permanent geblieben ist und auf sehr und bei denen der Steuersatz bis auf ca. 3% steigen kann bei einem Vermögen von 10 Millionen Euro. Aber man ist auch bei niedrigen Werten hat man dann schon jährlich relevante Kosten allein aufgrund des Haltens der Immobilie. Im spanischen Gesetz wird eine allgemeine Freistellung festgesetzt von 700.000 Euro. Und diese Freistellung gilt individuell pro Person. Das heißt, wenn man sich entscheiden sollte, die Immobilie direkt zu erwerben, kann man diese Freistellung multiplizieren, indem man die Immobilie zusammen mit anderen Familienmitgliedern erwirbt. Hier in diesem Beispiel, eine Person hätte eine Freistellung von 700.000 Euro, aber wenn diese Person zusammen mit der Ehefrau und den Kindern die Immobilie erwirbt, dann sind die ersten 2.800.000 Euro freigestellt. Das hat schon einen relevanten Effekt. Es teilt die Vermögensteuer auf und die Teile, die über dem Freibetrag liegen, sind schon viel niedrigere Werte, und dadurch wird auch die Progression, das hat auch einen Effekt auf den progressiven Steuersatz in der Vermögensteuer. Also ist nicht nur die Freibeträge sind höher, sondern die Teile, die dann effektiv besteuert werden, unterliegen einem deutlich niedrigeren Steuersatz. Alternativ, hier in diesem Beispiel sprechen wir von einem Erwerb des vollen Eigentums, eingeteilt in 4 Personen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dieses Eigentum aufzuteilen zwischen einem nackten Eigentum und einem Nießbrauch. Wie sich die Kosten da aufteilen, hängt immer vom Alter des Nießbrauchsbegünstigten ab. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Und für Immobilien, die in einem Bereich zwischen 3 bis 5 Millionen liegen, gar nicht eine so schlechte Option.
Andere Alternativen ist, wir können diese Immobilie natürlich erwerben, alleine oder mit anderen Familienmitgliedern und können sie finanzieren. Das Darlehen, das benutzt wird, um diese Immobilie zu kaufen, solange dies auch rechtfertigt werden kann, dass die Schuld mit dem spanischen Asset zusammen verknüpft ist, ist von der Vermögensteuer abzugsfähig. Das heißt, wir würden nur in Spanien auf das netto spanische Vermögen besteuert werden. Problem ist, ein Darlehen muss zurückgezahlt werden. In jedem Fall, wenn es ein ordentliches, fremdübliches Darlehen einer Bank ist. Die Bank wird eine Tilgung verlangen. Das heißt, der Teil, der dann freigestellt wird in Spanien wegen des Darlehens, wird immer kleiner und man wächst sozusagen mit der Zeit in die Vermögensteuer herein. Das Gleiche geschieht, wenn man dann das Darlehen von einer eigenen Gesellschaft, einem eigenen verbundenen Unternehmen bekommt. Damit dieses Darlehen in Spanien anerkannt wird, muss es fremdüblich sein. Das heißt, wir brauchen dort eine Tilgung. Das heißt, von daher ist das Darlehen eine Lösung, aber keine temporäre Lösung, denn man muss es am Ende zurückzahlen und man wächst am Ende in die Vermögensteuer rein. Ein letzter relevanter Punkt ist der Zeitpunkt des Erwerbs und des Verkaufs. Die spanische Vermögensteuer wird nach einem Stichtag festgesetzt. Das ist der 31.12. Von jedem Jahr, also Jahresende. Wenn man die Immobilie im Dezember kauft, dann ist man schon für das ganze Jahr vermögensteuerpflichtig. Wenn man zum Beispiel abwartet und erst im Januar oder Februar kauft, dann erspart man sich mindestens ein Jahr. Ja, vielen Dank, Marc. Jetzt stellt sich natürlich direkt wieder die Frage, Vermögensteuerfreibeträge von 700.000 Euro für die Mutter, für die beiden Kinder. So, das ist die spanische Betrachtung. Der spanische Berater sagt, ja, jetzt soll auch Kind und Mama soll mit 700.000 Euro Anteile an der Immobilie erwerben. Aber dann haben wir direkt in Deutschland das Problem. Woher kommt das Geld? Ist das geschenkt? Ist das geerbt? Macht man Darlehen? Oder was empfiehlt unser lieber Jens? Genau, ich glaube, man muss mal zwei Aspekte auseinanderhalten. Das eine ist die steuerliche Welt. Und das andere ist so ein bisschen auch diese emotionale Welt. Also du hast es gesagt, Willi, so eine Immobilie, das gibt auch eine emotionale Rendite. Und was wir dann häufig erleben, also auch im Zusammenspiel mit dem potenziellen Erwerber, dass man ihm sagt, ja, deine Frau und die Kinder, die können dann miterwerben, zu gleichen Teilen, hier zu einem Viertel, dann bist du mit 25% beteiligt, jeder Prinzipal, deine Frau mit 25% und die Kinder gegebenenfalls. Genau, wie wir das dann machen, ob wir Freibeträge ausschöpfen, 400.000 für die Kinder, 500 für die Ehefrau, ob man mit Güterstand schaukelt, vielleicht mit der Ehefrau spielt, vielleicht hat man vorher schon Vermögen übertragen auf die Kinder. Das geht, das muss man im Blick haben. Man kann das eben auch, ich sag mal, über einen gewissen Zeitraum vielleicht erstmal fremdfinanzieren und dann nach Ablauf weiterer 10 Jahre natürlich wieder die Freibeträge neu ausschöpfen. Das ist die steuerliche Seite. Aber das ist häufig so, dass im Grunde die Prinzipale, das sind ja häufig immer noch Männer, muss man sagen, irgendwie ein Störgefühl dabei haben zu sagen, also irgendwie will ich hier aber die Geschicke nicht so ganz aus der Hand geben. Ja, das ist ja am Ende mein Haus. Ja, Klammer auf, wenn man ehrlich wäre, sind es dann häufig die Frauen, die bestimmen, wie das Haus genau aussieht und was genau passiert und wo es erworben wird. Aber der lange Rede, kurzer Sinn, das begegnet einem. Und es begegnet einem auch so ein bisschen das Gefühl von, also meine Kinder haben gegebenenfalls auch schon vorher Vermögen bekommen. Will ich die jetzt wirklich hier auch noch mit in meiner Immobilie an Bord haben? Ja, dass die gegebenenfalls mir auch noch sagen, was hier mit der Immobilie passiert. Am Ende können die mich vielleicht sogar noch überstimmen. Ja, und vielleicht verkaufen die sogar die Sorge, verkaufen die Immobilie und ich habe da wenig zu sagen. So, sodass das vielleicht von der Struktur nicht optimal ist. Und man sieht hier auf dem Bild auch, Moment, man sieht auch auf dem Bild auch hier, die Kinder sind ja noch relativ klein, ja. So, da würde ich mal von dem Bild ausgehen, dass die noch minderjährig sind. Und auch da ist das nicht so einfach zu sagen, ich gebe den Kindern jetzt einen Anteil an diesem Haus. Das ist ja eben nicht nur vorteilhaft. Man könnte fast sagen, das Gegenteil ist richtig. Es ist nicht so schlimm wie ein Schiff, muss man sagen. Aber auch so eine Immobilie, die verursacht auch Kosten. Ja, natürlich hat so eine Immobilie hier auf Mallorca auch einen entsprechenden Wert. Deswegen, man kann das sicher begründen, dass das am Ende aller Tage ein nur vorteilhaftes Geschäft ist, insbesondere wenn die Eltern die Kinder freistellen von den Lasten. Aber das ist jedenfalls
anstrengender, ja, mit Ergänzungspflegern gegebenenfalls, die hier mit an Bord kommen müssen und so, dass man sich diesen Stress möglicherweise nicht antun will. Ja, toll, vielen Dank zu dieser Struktur. Was aber ganz wichtig ist, schon in diesem Stadium merken wir, wie wichtig es ist, dass deutsche Seite mit der spanischen Seite und umgekehrt kommuniziert wird. Denn hier sind ja schon die ersten Konflikte da. Also das heißt nochmals das, was ich am Anfang gesagt habe, das darf sich nicht nur darauf beschränken, die baurechtlichen und zivilrechtlichen DDs zu machen, damit die Immobilie baurechtlich in Ordnung ist, sondern das gehört zur Gesamtfamilienplanung. Aber die Probleme, die Jens aufgezeichnet hat, die sind da. So, und wir sitzen natürlich jetzt hier und, nein, wir stehen hier. Corona geschützt, so, und haben natürlich eine Lösung, die wir im Augenblick als für Deutsche als einer der besten Lösungen ansehen. Und hier möchte ich den Ball zuerst mal wieder an Jens in die Spielhälfte spielen, weil er mit seiner Familie mit dieser Struktur hier eine Immobilie erworben hat. Genau, danke Willi, schön, dass ich jetzt hier das Beispiel bin, aber das war tatsächlich so, dass wir im letzten Jahr uns hier eine Immobilie gekauft haben, und da hat sich tatsächlich die Frage gestellt, wie machen wir das eigentlich? Ja, auch vor dem Hintergrund Vermögensteuer, aber auch vor dem Hintergrund, wie beteiligt man wirklich seine Kinder daran, ja, und welche Mitbestimmungsrechte will man denen eigentlich geben, ja, und da ist so eine vermögenshaltende KG, kann dann eben schon viele Vorteile haben. Und zwar ist die strukturiert dann wie folgt. Also die GmbH deckt man sich dann weg. Man kann das oder man wird das typischerweise so strukturieren, dass man sagt, ein oder zwei Personen, in dem Fall bin ich das, ist der Komplementär, auch vermögensmäßig beteiligt. Und die übrigen Mitglieder der Familie, die sind dann die Kommanditisten. Warum ist das so? Das erleichtert auch einfach mal die Arbeit, weil der Komplementär ist derjenige, der die Gesellschaft nach außen vertritt. Ja, der am Ende aller Tage hier die Verträge unterzeichnet, den Bau koordiniert, kann natürlich auch Vollmachten erteilen. Aber jedenfalls muss sich eben diese Person, in dem Beispiel dann ich, also der Komplementär, der muss sich nicht zwingend auch mit seinen Familienmitgliedern abstimmen. Ja, das wird er natürlich tun, insbesondere mit der Ehefrau, wenn er klug beraten ist. Aber mit den Kindern nicht zwingend. Ja, und sodass man hier in so einem Beispiel in Anführungszeichen relativ gut durchregieren kann und für viele, also echte Prinzipale, anders als bei mir jetzt, denen vermittelt das das Gefühl, das Asset auch noch wirklich in der Hand zu haben. Ja, ich bin der Komplementär, ja, man wird dem typischerweise dem Komplementär auch ein lebenslanges Recht einräumen, mehr Stimmrecht zu haben. Das heißt, er kann eigentlich seinen Willen in der Gesellschafterversammlung immer durchsetzen. Ja, und sodass das im Grunde einen gewissen emotionalen Vorteil hat, aber auch eben von den Handlungsoptionen her und von der Administration viele Vorteile. Welcher Vorteil besteht hinsichtlich der Kinder? Man kann Anteile an so einer vermögensverwaltenden KG relativ einfach auch auf Kinder übertragen. Ja, man wird das typischerweise so machen, dass man die KG gründet, ja, mit der Ehefrau. Man wird die mit Vermögen ausstatten und dann die Anteile auf die Kinder im Wege der Schenkung übertragen. Es hat mehrere Vorteile. Der Vorteil ist, so eine Schenkung, wenn man es richtig macht, ja, bedarf grundsätzlich, ist umstritten, aber wenn man es richtig macht, nicht der Zuhilfenahme eines Ergänzungspflegers, sondern das trägt das Register, wie es in meinem Fall auch war, einfach ein. Ja, es ist relativ straightforward, einfach, muss ich das richtige Register aussuchen und dem Register das richtig erklären. Und dann sind die Kinder dort auch sofort beteiligt. Und das, was wichtig ist, wenn man es richtig gestaltet, ist mit der Schenkung sind die Kinder im Grunde Kommanditisten. Ja, womit man im Grunde, wenn auch Zeit gewinnt, ja, man kann dann auch die Immobilie sofort erwerben. Ja, wenn man die Kinder erst später mit dazu nehmen würde, müsstet ihr was sagen, aber hat man mögliche Grunderwerbsteuerthemen. Deswegen, die Kinder müssen so früh wie möglich mit dabei sein. Was kann man noch machen in so einer vermögensverwaltenden KG? Man kann, wenn man wollte, theoretisch sogar einen freien Widerruf vereinbaren. Ja, man müsste ja keine Mitunternehmer sein, das können wir auch gleich noch zu sprechen, wie das ist, wenn man noch weiteres Vermögen dort drin hat. Aber wenn man die KG nur für die private Immobilie hat, könnte man theoretisch auch einen freien Widerruf bestimmen anlässlich der Schenkung. Mit dem Vorteil, dass man auch,
wenn sich die Kinder nicht benehmen oder man einfach keinen Spaß mehr hat oder man im Alter vielleicht das Geld braucht, die Kinder jederzeit im Grunde auch wieder aus der Gesellschaft in Anführungszeichen entfernen könnte. Man kann das auch nicht so ganz so streng machen mit freiem Widerruf. Man kann auch einfach vernünftige Widerrufsgründe vergeben. Ja, Steuerwiderruf oder was wir typischerweise machen, ist, wenn die Kinder sich eben irgendwelchen Organisationen anschließen, ja, irgendwelchen Sekten und dergleichen, dann kann man widerrufen. Oder natürlich typische Dinge wie Vorversterbensklauseln und so weiter. Also das sind Vorteile. Und man hat Vorteile auch erbschaftssteuerlich und schenkungssteuerlich, weil man jetzt relativ flexibel natürlich im Grunde die Frage Übertragung und Nutzung von Freibeträgen relativ flexibel machen kann. Man kann das ja so einstellen, dass man jetzt zum Beispiel für die Kinder die 400.000 Freibetrag für jeden ausnutzt, ja, die Finanzierung so macht, dass meinetwegen es gibt eine Fremdfinanzierung von außen oder auch nicht und der Komplementär und die Mutter als Kommanditistin finanzieren beispielsweise über Gesellschafterdarlehen auf ihren Gesellschafterkonten. Ja. Und dann kann man später, wenn die 10 Jahre oben sind und man eben weitere Freibeträge ausschöpfen will, weitere 400.000 auf die Kinder übertragen. Also das ist, vielen Dank Jens, sehr komplex, aber sehr wirksam, ausgesprochen wirksames Thema, aber wir müssen auch die spanische Seite jetzt betrachten. Wir haben ja bei dieser vermögenshaltenden KG, wir müssen unterscheiden, vermögenshaltend oder gewerblich geprägt, weil die vermögenshaltende KG ist ja in Deutschland an sich nicht vorhanden, es wird behandelt wie Privatvermögen. Die braucht nicht mal eine Steuernummer. Ja, also das wird ganz unterschiedlich behandelt bei den Finanzämtern, aber typischerweise vergeben die nicht mal Steuernummern für diese vermögensverwaltenden KG. So, jetzt aus vermögenssteuerrechtlicher Sicht, Marc. In der Vermögensteuer, im Vermögensteuergesetz gibt es keine Transparenzvorschriften. Die Vermögensteuer folgt hier dem Zivilrecht. Man wird auf das besteuert, was man auch zivilrechtlich hält. Und in dieser Struktur, da die KG in Deutschland eine eigene Rechtspersönlichkeit hat, ist die KG allein in sich selbst Trägern von Gütern und Rechten. Sie ist selbst als Eigentümerin der spanischen Immobilie im spanischen Grundbuch eingeschrieben. Das heißt, die Gesellschafter halten hier alleine in ihrem Vermögen Anteile an einer KG. Zivilrechtlich halten sie nicht eine darunterliegende Immobilie. Die halten sie vielleicht indirekt, wirtschaftlich, aber nicht zivilrechtlich, was in der Vermögensteuer relevant ist. Das heißt, wir sprechen hier in dieser Konstellation, haben wir nicht ansässige, also in Deutschland ansässige natürliche Personen, die in ihrem Vermögen Anteile an einer deutschen Gesellschaft halten. Allein das. Und in dieser Situation gibt es strikt gesehen keinen Anknüpfungspunkt in Spanien. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt mit der spanischen Vermögensteuer. Das ist ein Thema, das mehrmals mit den spanischen Behörden diskutiert wurde. Die Behörden sind hier einer Meinung. Die sagen ja, gucken da indirekt. Es gibt aber Rechtsprechung, vor allem eine sehr neue Entscheidung vom höheren Finanzgericht der Balearen. Die guckt halt strikt auf die hat richtig, nach unserer Ansicht, schauen sie das richtig an und sie gucken auf das Zivilrecht und gucken, was halten diese natürlichen Personen. Diese natürlichen Personen halten nur Anteile. Sie haben keine direkten Rechte auf die darunterliegenden Immobilien. Und Anteile an einer deutschen Gesellschaft ist kein spanisches Vermögen. Und da es kein spanisches Vermögen ist, wird es auch nicht in der Vermögensteuer, unterliegt es auch nicht der spanischen Vermögensteuer bei Nichtansässigen. Also haben wir bei diesem Konstrukt die auf deutscher Seite private Eigentum, dass wir also bei Selbstnutzung die Immobilie im dritten Jahr steuerfrei verkaufen könnten oder wenn sie vermietet würde, aus deutscher Sicht nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen würde. Genau. Aus spanischer Sicht haben wir immer die 19% auf den Gewinn. So, also somit habe ich einen Riesenvorteil gegenüber der GmbH.
Denn bei der GmbH habe ich ja nicht nur die Kostenmiete, die ja mehrmals angesprochen worden ist, sondern ich habe auch, wenn ich veräußere, ist der Gewinn ja in einer Gesellschaft mit 25% besteuert. Und dann bei der Ausschüttung habe ich nochmal die Ausschüttungsbelastung und komme dann auf einen Steuersatz von fast 50% auf die Gewinne. Wenn ich hier die deutschen 3 oder 10 Jahre mit einpreise, habe ich nur die 19% aus Spanien zu zahlen. Also ein weiterer Vorteil für diese Konstellation. Korrekt? Mhm. Korrekt, absolut. Und das kommen auch nicht steuerliche Gründe hinzu. Ich habe ja schon einige angesprochen, aber für viele ist ja auch das Thema Asset Protection wichtig. Ja? Also man versucht ja sein persönliches Heim auch vor dem Zugriff Dritter zu schützen, was total nachvollziehbar ist. Und auch da hilft so eine Struktur. Und wie ist das? Also wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, sind alle zu 25% beteiligt, die Kinder, die Ehefrau, der Ehemann. Und dann schlägt plötzlich der Blitz bei einem der vier ein, also zum Beispiel bei dem Ehemann. Ja, weil er falsch oder schlecht beraten hat bei Ferienimmobilien und dergleichen. Was passiert dann? Dann ist in einem guten Gesellschaftsvertrag dann geregelt, dass diese Person natürlich dann sofort aus der Gesellschaft ausscheidet und in diesen Anteil nicht vollstreckt werden kann. Und dann scheidet diese Person natürlich nicht zum Verkehrswert aus, sondern sie scheidet dann zu einem Bruchteil dessen aus. Ja, das muss man sehen, was das sein kann, aber das kann man gegebenenfalls bis zu 50% herabsetzen, ja, in solchen Extremfällen. Und dann ist im Grunde, ich sag mal, sind 50% dieses Anteils auch bei der Familie gesichert und im Grunde ist dann von dem Abfindungsguthaben nur die Hälfte der Zugriff dann für die Gläubiger. Also auch insoweit ist das von Vorteil. Jetzt wird auch häufig noch die Frage gestellt, wenn wir dieses Konstrukt der vermögenshaltenden KG wählen, es muss ja Geld in die Kommanditgesellschaft reinkommen, damit der Prinzipal nachher als Bevollmächtigter die Immobilie auch erwerben kann. So, diese monetären Beiträge, die da geleistet werden, können entweder durch eine Bank geleistet werden, in Deutschland oder wo auch immer, so, oder die können auch von den Kommanditisten oder von den Komplementären an die vermögenshaltende KG eingezahlt werden. Wie sieht das spanische Finanzamt das aus vermögenssteuerrechtlicher Sicht, wenn Komplementär oder Kommanditist, die beteiligt sind, Gelder als Darlehen in die Gesellschaft reingeben? Aus spanischer Perspektive, die spanische Verwaltung guckt da nach den allgemeinen Verrechnungspreisnormen, das heißt Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen. Hier die Gesellschafter und ihre Gesellschaft müssen zu Marktkonditionen erfolgen. Ein Darlehen ist möglich, mindert natürlich den Wert der vermögenshaltenden KG, aber damit diese Darlehen in Spanien auch steuerlich angesehen werden und nicht, dass es nicht so gilt, als wären es weitere Gesellschafterzuschüsse, müssen sie zu Marktkonditionen erfolgen. Das heißt, es muss eine Tilgung stattfinden, nicht in 100 Jahren, sagen wir mal, marktüblich in Spanien ist jetzt 20, 25, 30 und das Darlehen muss dann auch entsprechend verzinst werden. Wenn es nicht gesichert ist, so ist die Verzinsung natürlich auch entsprechend höher. Der Darlehensvertrag, hätten die spanischen Behörden die Möglichkeit, den Darlehensvertrag zu überprüfen und einer rechtlichen Würdigung oder einer steuerrechtlichen Würdigung zu unterwerfen? Sie hätten die Möglichkeit, wenn dieser Vertrag Effekte in Spanien hat, wenn dieser Vertrag den Effekt hat, die Vermögenssteuer zu reduzieren. In dieser Struktur sollte eigentlich keine Vermögensteuer anfallen, weil, wie gesagt, wir besitzen hier keine spanischen Assets. Aber wenn es mal dazu kommen sollte, zu dieser Diskussion, und wir einen Darlehensvertrag haben und wir wollen diesen Darlehensvertrag geltend machen, weil es unseren Wert der KG mindert, dann in dieser Diskussion könnte die Finanzverwaltung dies prüfen. Und da ist es dann auch wichtig, dass dieses Darlehen zu Marktkonditionen erfolgt. Wir müssen also festhalten, die eindeutige Rechtsprechung sagt, dieses Modell funktioniert. Die Finanzverwaltungen hadern im Augenblick damit noch. Wir haben also dieses Modell, haben wir auch eingesetzt. So, und bei uns ist es so, dass wir teilweise Rückerstattungsanträge gestellt haben für die Vermögenssteuer. So,
Das Finanzamt weigert sich, diese Vermögensteuer zurückzuzahlen, so, obwohl die eindeutige Rechtsprechung ist, dass es zurückzuzahlen ist. Wir sind jetzt da in der zweiten Instanz, in der höchsten zweiten Instanz, und es deutet im Augenblick alles darauf hin, dass das Finanzamt zurückzahlen muss. So sagt es die Rechtsprechung der Balearen, und auch manche regionale Finanzgerichte haben diesen Kriterium gefolgt. Aber es ist noch, auf Ebene der Finanzverwaltung ist es noch umstritten. Als weitere Sicherheit, um eigentlich überhaupt gar nicht in diese Diskussion reinzukommen, damit es keinen Zweifel gibt, dass es einen Anknüpfungspunkt zwischen der vermögensverwaltenden KG und Spanien gibt, gibt es eine weitere Lösung, und nämlich andere Assets in die KG einzupacken, andere Assets, die nicht spanische Immobilien sind. Dann kommt man gar nicht auf die Diskussion. Dann gibt es praktisch gar keinen möglichen Anknüpfungspunkt in Spanien. Also dann hätte man nicht nur Hosenträger an, sondern auch noch einen Hosengürtel. Richtig. So, wir sind aber ziemlich sicher, dass der Hosenträger hält, weil die Rechtsprechung ist diesbezüglich eindeutig. Aber Marc, wenn du sagst andere Assets, dann meinst du wahrscheinlich, dass man vom Verkehrswert möglicherweise dann eben Wirtschaftsgüter dort überträgt, die höher sind, richtig, als die Immobilie, um dann aus der Immobilienklausel rauszukommen. Richtig. Genau. Also zum Marktwert müssten sie höher sein als der Wert der Immobilie. Ja. Es können jede Art Werte sein. Also hauptsächlich keine spanischen Immobilien, Immobilienwerte. Könnten auch spanische Wertpapiere sein. Ja. Oder deutsche Immobilien. Genau. Was dazu führt, dass ich dann von der Vermögensteuer raus bin, aber auch von der Einkommensteuer und so weiter. Das heißt, ich bin generell dann... Einkommensteuer... nicht bezogen auf die Immobilie, genau. Ah, richtig, richtig, ja. Genau, okay. Mhm. Ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, dass es eine Gesellschaftsform gibt, die funktioniert. Die Rechtsprechung ist eindeutig, aber die spanische Finanzverwaltung hadert damit im Augenblick ein bisschen. Das müssen wir ganz offen zugeben. Ja, Patrick hat sich eingeschaltet und wir sind mal gespannt, welche Fragen gekommen sind, Patrick. Es kamen sehr, sehr viele Fragen. Also das Thema hat für reges Interesse gesorgt. Eine Frage, die häufig gestellt wurde, war, wenn ich jetzt die Immobilie schon besitze, privat, kann ich sie nachträglich in eine KG einbringen? Wenn ja, wie und welche steuerlichen Folgen hätte das? Das ist, glaube ich, eher ein spanisches Thema. Genau. Fast ausschließlich ein spanisches. Also ja. In Spanien, das hat natürlich, das bringt Kosten mit sich, hauptsächlich, wenn man die Immobilie schon länger hält und jetzt in eine KG einbringt, das ist rechtlich möglich. Es erlöst aber folgende Steuern aus. Zum Ersten Einkommensteuer auf den Gewinn. Je nachdem, wann man die Immobilie erworben hat, dann wird in Spanien der Gewinn besteuert aus dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Einbringung und dem ursprünglichen Anschaffungswert. Darauf ist die Besteuerung 19%. Das ist, glaube ich, das ist normalerweise der Also der, die, der stillen Reserven, die stillen Reserven, die entstanden sind. Auf die Immobilie werden mit 19% besteuert. Und da kann man bei privat genutzten Immobilien, da geht man sehr, sehr schwer rundherum. Also eine steuerneutrale Einbringung stelle ich mir schwer vor. Dazu wird auch noch eine Stempelsteuer in Spanien angesetzt. Das sind 1,5% auf den Marktwert der eingebrachten Immobilie. Grund ist, das Ganze wird notariell beurkundet und ist auch in Spanien einschreibbar. Grunderwerbsteuer fällt aber nicht an. Also wir sprechen hier von einer Transaktionssteuer von 1,5%, nicht aber die 11% Grunderwerbsteuer, die zum Beispiel bei einem Verkauf anfallen würde. Das heißt also, eine natürliche Person gründet eine Kommanditgesellschaft und bringt die ein, ohne neue Kommanditisten einzubringen. Korrekt? Korrekt. So, wenn jetzt die KG bestehen, also Jens hätte die Immobilie alleine gehabt, würde jetzt mit der Familie in Deutschland eine vermögenshaltende KG gründen und würde dann an die KG, in die KG einbringen. Keine Grunderwerbsteuer. Richtig.
Auch wenn die Familienmitglieder dann am gesamthändlerischen Vermögen mit beteiligt wären. Also ich sage mal 25, 25, 25 und ich bringe ein und das ist dann eine mittelbare Schenkung an meine Familie, dann auch keine Grunderwerbsteuer. Es gäbe eventuell Schenkungssteuer wegen der unmittelbaren Schenkung, wegen dieser mittelbaren Schenkung an die anderen Familienmitglieder. Das müsste man genau prüfen. Aber es gäbe keine Grunderwerbsteuer. Denn konzeptuell ist es eine Gesellschaftereinbringung. Gesellschaftereinbringungen unterliegen in Spanien der Kapitalsteuer, sind aber befreit. Da es jetzt aber in eine ausländische Gesellschaft erfolgt, unterliegt es nicht der spanischen Kapitalsteuer. Dafür aber einer spanischen Stempelsteuer wegen der Einschreibung der Immobilie im spanischen Grundbuch. Das Thema mit den, wenn da indirekt eine spanische Immobilie geschenkt wird, das muss man natürlich auch gesondert prüfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Verhältnis Schenkungssteuer, Einkommensteuer. Das ist ja anders als bei uns in Deutschland. Wir haben ja eine richtige, in Anführungszeichen, Erbschaftsschenkungssteuer. Das ist bei euch ja ein Ticken anders. Und es gibt ja auch Wechselwirkungen, glaube ich, auch zur Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich jetzt im Grunde so eine mittelbare Schenkung machen würde, wie wäre dann das Verhältnis Schenkungssteuer zu der Einkommensteuer, die du angesprochen hast? In den Schenkungen fällt immer auf Ebene des Schenkers fällt die Einkommensteuer an, auf die stillen Reserven. Auf Ebene des Beschenkten fällt die Schenkungssteuer an, auf den Wert des geschenkten Assets. Okay, und da ist auch keine Anrechnung dann so, das kann dann zu einer echten Doppelbesteuerung und so weiter führen. Nein, denn es sind verschiedene Steuern, die Logik ist schon gut. Aber wirtschaftliche Doppelbesteuerung. Wirtschaftliche Doppelbesteuerung und die Logik ist, beim Schenker werden die stillen Reserven bis zum Zeitpunkt der Schenkung besteuert und beim Beschenkten das Asset, das er bekommt. Es gibt aber natürlich, es ist auch kein wirklicher Trost, aber es gibt ein Step-up. Also der Beschenkte bekommt das Asset. Ja, geschenkt, würde ich sagen. Geschenkt, aber zum Marktwert, zum Zeitpunkt der Schenkung. Also bei einer weiteren Veräußerung würde er dann diesen Wert, den Schenkungswert ansetzen. Noch eine Frage. In Deutschland versuchen wir ja immer Transaktionssteuern dadurch zu umgehen, Anführungszeichen, indem wir zum Beispiel der Grunderwerbsteuer sagen, zum Beispiel verkaufen das dann zu 20% des Verkehrswertes, womit wir dann im Grunde nur auf die 20% auch Grunderwerbsteuer hätten. Wie könnte ich das hier auch machen und sagen, ich verkaufe das an die KG zu 20% des Verkehrswertes oder zum Buchwert? Oder würde dann die Finanzverwaltung sagen, nein, in der Differenz zum Verkehrswert nehmen wir dann schon eine Besteuerung an? Ja, also aus zwei Gründen. Erstens aufgrund der Normen der Verrechnungspreisnormen. Wie gesagt, zwischen verbundene Unternehmen muss man Marktkonditionen vereinbaren. Und außerdem spricht das Grunderwerbsteuergesetz, was auch die Stempelsteuer, das gilt auch für die Stempelsteuer, du musst den sogenannten reellen Wert ansetzen. Und reeller Wert gilt in der Praxis als Marktwert. Also das wäre hier keine Lösung. Bei dieser Konstellation haben wir jetzt die spanische Seite betrachtet, auf die Frage bezogen. Wir haben in Deutschland keine Auswirkungen oder haben wir Auswirkungen? Nee, aus deutscher Sicht spielt das keine Rolle. Ja, können wir gerne übertragen. Patrick, die nächste Frage. Dann wurde auch viel gefragt, wenn ich meine Ferienimmobilie in einer dieser alten SL-Strukturen drin habe, wie kriege ich sie da raus und ist die vermögenshaltende KG da eine Alternative oder ein Ausweg? Ja, das ist was, zwei Sachen. Also das hat eine deutsche Komponente und dann müsst ihr gleich was sagen zur spanischen Komponente. Aus deutscher Sicht kann man sich natürlich vorstellen, dass wir einen Formwechsel machen in eine KG, also grenzüberschreitenden Formwechsel in eine KG. Das wäre dann erstmal ein Formwechsel in eine gewerblich geprägte oder gewerblich tätige KG. Jedenfalls würde man die anschließend entprägen. Das geht im Grundsatz. Man muss sich dann anschauen, wie ist eigentlich die Immobilie finanziert worden? Ja, was habe ich da an Einlagenkonto zum Beispiel, das ich verwenden kann? Weil man muss ja sehen, anlässlich sozusagen dieser Liquidation der spanischen Gesellschaft kommt mir natürlich die Immobilie erstmal entgegen. Ja? So, und was passiert dann? Und da muss ich gucken, habe ich entsprechende Gewinnrücklagen, die ich vielleicht erstmal versteuern muss? Kann ich die verrechnen mit entsprechenden Einlagen? Ja, das sind so die Fragen, die man sich stellt. Aber im Grundsatz geht das. So mein Gefühl wäre eher, dass die Schwierigkeiten möglicherweise hier auf der spanischen Seite liegen. Also einmal die Frage,
wenn wir so einen Formwechsel machen, in eine KG, sagen wir mal eine deutsche, was ist mit Grunderwerbsteuer? Und die andere Frage ist, was passiert eigentlich mit Einkommensteuer? Ne? Mit Einkommensteuer würde man in Spanien wie eine Liquidierung betrachtet, denn man kommt aus einer nicht transparenten Gesellschaft, die GmbH, in eine transparente Gesellschaft, GmbH, also eine KG. Ja. Und das würde man wie eine Liquidierung behandeln. Das heißt, man würde in Spanien die stillen Reserven besteuern. Ja. Mit 19%, das in jedem Fall. Transaktionssteuern, ich denke, da hätten wir wieder diese 1% Stempelsteuer. Keine Grunderwerbsteuer. Genau. Genau. Mhm. In Deutschland glaube ich, je nachdem wie es gemacht wird, können auch die stillen Reserven unter Umständen fällig werden. Ne? Oder siehst du das anders? Das kommt darauf an, ob das dann im Betriebsvermögen bleibt oder nicht. Ja? Also wenn wir in eine GmbH und KG gehen, die dann gewerblich geprägt wäre, ja, dann könnte man jedenfalls mal darüber nachdenken, ob das nicht Betriebsvermögen bleibt. Das Problem ist, wenn wir es ausschließlich privat nutzen und nicht vermieten, dann ist das, Sie wissen das, aus deutschsteuerlicher Sicht so, dass das im Grunde als Entnahme gilt aus dem Betriebsvermögen. Und dann hätte ich gegebenenfalls Realisation auch der stillen Reserven aus deutscher Sicht. Ich hätte bei dieser Konstellation mit diesem Risiko, was jetzt gesagt worden ist, hätte ich allerdings das Thema, dass ich nicht mehr in der verdeckten Gewinnausschüttung wäre, weil ich eben im Bereich der Personengesellschaft bin. Absolut. Und das ist ja typischerweise das, was wir machen und gemacht haben in der Vergangenheit. Ja, also der grenzüberschreitende Formwechsel, das ist schon etwas, das ist schon ein bisschen am Hochreck. Auch gerade mit den Kollegen in Spanien, weil diese mit den KG immer ein bisschen schwer tun, muss man sagen. Korrekt. Es gibt ja auch die spanische KG, aber das ist eher so ein Gebilde, habe ich das Gefühl, dass man sich von hinten anschaut. Eigentlich es ist halt in Spanien kaum genutzt und es bringt auch keine relevanten Vorteile. Und deswegen hat man häufig auch liquidiert dann einfach die Gesellschaften, was im Grunde auch aus grunderwerbsteuerlicher Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch begünstigt war. Ja, richtig. Genau. Patrick, weiter. Ab welchem Immobilienwert lohnt sich dieser ganze Aufwand? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also das kann ich nicht solide beantworten. Also für den einen ist eine Immobilie von 1 Million unendlich viel Geld, für den anderen ist die Immobilie für 10 Millionen unendlich viel Geld. Also wir müssen eine Langfristbetrachtung haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir müssen alle Lebenszyklen sehen. So, und zu den Lebenszyklen gehört eben Verkauf und auch Erbe. Also das muss ich dann einfach sehen. Wir haben ja bei diesen Beratungen nicht nur das, was wir heute besprochen haben bei den Lebenszyklen. Es kommt ja dann auch häufig in der Kombination zwischen den spanischen und deutschen Beratern dazu, was machen wir mit dem Testament? Wie regeln wir das Erbe? Ja, wer soll was bekommen? Ist deutsches Erbrecht? Ist spanisches Erbrecht? Und so weiter. Also die Komplexität, die dadurch entsteht, ist schon signifikant. Ja, ja, das stimmt, obwohl die KG jetzt, die Vermögensverwaltung der KG, das ist jetzt kein Riesenfackelzug, muss man sagen. Da muss man natürlich einmal einen vernünftigen Gesellschaftsvertrag haben, den sollte man auch richtig machen. Und dann ist das eigentlich jetzt kein so Riesenaufwand. Und ich glaube, man muss vor allem das so ein bisschen am Ende aller Tage losgelöst sehen von dem Immobilienthema, weil das sozusagen so eine, ich sag mal, Family Equity KG, das ist es ja im Grunde, das kann ja darüber hinausgehen. Ja, man kann viele andere Dinge dort in diese KG noch überführen. Ja, man kann auch da ertragbringende Assets überführen, was dazu führt auch wieder, dass dann zum Beispiel Tilgungspotenzial sozialisiert wird zwischen den Gesellschaftern und vor allem auch dieses Thema Asset Protection am Ende aller Tage für die gesamte Familie im Grunde eine Wirkung hat. Ja, man kann auch in dem Zusammenhang spielen, auch wenn man in Zugewinngemeinschaft gelebt hat mit der Ehefrau, dann, dass man anlässlich vielleicht mal mit einer Güterstandsschaukel spielt und auch Vermögen dann in diese KG überträgt, auch schon sozusagen auf die Ehefrau dann wieder zurück. Nur dass man wirklich auch unter diesem Gesichtspunkt Asset Protection und ich sag mal auch am Ende aller Tage ist es so eine Art Schicksalsgemeinschaft, ja, in der das gesamte Familienvermögen gebündelt ist. Was es auch einfacher macht, später im Erbgang zu sagen, das wird jetzt übertragen an die und die Personen, ja, auch in Sachen Testamentsvollstreckung, gerade bei minderjährigen Kindern, wer kümmert sich darum? Die Dinge sind viel einfacher zu strukturieren in so einer KG. Der Nachteil einer KG ist, anders als bei einer Kapitalgesellschaft, dass man so ein Lebenszyklus so einer KG ist nicht unendlich, ja, sondern das ist von der Rechtsprechung begrenzt. Das sind dann vielleicht so 20, 25 Jahre. Dann muss man eben den Gesellschaftern auch ein Kündigungsrecht geben. Das kann man dann vielleicht auch damit noch ein bisschen dann
Steuern, die man vielleicht eine Stiftung später daran beteiligt. Aber das ist schon wieder Feintuning. Aber vor dem Hintergrund muss man das, glaube ich, sehen, Willi. Ja, vielen Dank, Jens. Marc, du noch ein Schlusswort oder sind wir durch? Nein, ich denke, wir sind durch. Also zu den Kosten, wie gesagt, jeder Fall ist anders. Es hängt von der Familiensituation ab, wie viele Mitglieder erwerben, und da muss man auch wirklich eine Kostenberechnung machen. Wie viel würde mich diese spanische Steuer kosten? Wie viel kostet mich der ganze weitere Aufwand? Ja, lieber Patrick, wir haben schon überschritten. Ich bin unendlich froh. Wir haben 331 Anmeldungen gehabt. Also das Thema ist von Interesse und wir drei haben uns vorgenommen, das in regelmäßigen Abständen zu wiederholen mit den unterschiedlichsten Themen. So, und Marc kommt uns gerne aus Barcelona besuchen. So, Jens schon dadurch bedingt, dass er des Öfteren auf der Insel sein wird, ist dann auch hier und steht zur Verfügung. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns. Auf Wiedersehen.